Hotel Androdi, meine Damen und Herren, willkommen zurück bei Resident Evil 7. Und es ist ja eine kleine Überraschung vorbereitet worden von Herrn Lucas. Das haben wir am letzten Telefonat rausgefunden, in der letzten Folge. Aber wir werden uns erstmal das Geburtstagsgeschenk-Video, das Geburtstagsparty-Video anschauen, hier. Und ich hoffe, dort neue Enthüllungen zu sehen, die uns dann irgendwie in dem Spiel irgendein Geheimnis offenbaren oder so. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und dann habe ich mir noch heute Nacht mal so überlegt, wir haben ja jetzt diesen neuen Schlüssel erhalten, den Schlangenschlüssel. War das der Schlangenschlüssel? Moment. Gucken, nachgucken. Der Schlangenschlüssel, genau, der war's. Und da könnten wir uns ja einige Türen öffnen. Und wir haben ein paar geöffnet, aber noch nicht alle. Und zwar habe ich gesehen, ist im Keller des Hauptanwesens, also hier, ein Schlangenschlüssel, das ist da beim, also da oben links jetzt auf der Karte zu sehen, ist ein Schlangenschlüssel, das ist da beim Bosskampf-Arena, bei der Bosskampf-Arena, wo wir gegen Daddy gekämpft haben, da ist das zu sehen. Dort ist die Tür und die bringt uns dann, glaube ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, sie bringt uns dann hier, wie ihr jetzt so leicht dunkel sehen werdet, in die Werkstatt, von der anderen Seite halt. Das wäre halt noch ein lohnendes Ziel, würde ich mal so sagen. Und ich probiere das mal anzugehen. Ich weiß es nicht genau, ob es so ist, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Weil wenn wir an die Werkstatttür so gehen und steht dann von dieser Seite aus nicht zu öffnen, sprich, da gibt es noch eine andere Seite. Und ja, ich hoffe, mit dem Schlangenschlüssel werden wir dann da hinkommen. Des Weiteren haben wir, glaube ich, noch irgendwo einen Raum gehabt. Und zwar in Etage 1. Das Schlafzimmer der Eltern haben wir noch nicht aufgeschlossen mit dem Schlangenschlüssel, wie wir gerade sehen. Und hier waren wir ja schon. Gut. So, hier das Schlafzimmer der Eltern wäre dann das nächste. Das machen wir dann direkt nach der Videoaufnahme. Ich hoffe, ich überstehe die. Wir werden sehen. Okay, fangen wir mal an. Ich hoffe, ich weiß es danach noch. Nicht, dass ich nach dem Video alles vergessen habe, was ich machen wollte. Hashtag auf dem Zettel schreiben. Hashtag ich werde es eh nicht lesen. Hashtag ich habe eh alles danach vergessen. Hashtag Schnauze voll. Ich muss mich konzentrieren, um mich daran noch zu erinnern. Fangen wir mal an. Hopp. Gut. Da geht das Gruseln weiter. Happy Birthday Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Okay. Dann schon der Lucas alles aufgenommen. Wow. Das ist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Okay, wir können uns umschauen. Wow! Alter Verwalter, leck mich doch am Arsch, hab ich mich jetzt erschrocken. Ey! Was ist das für eine kranke Persönlichkeit? Kann ich hier raus? Also der Lucas sah ja so schon scheiße aus, wo wir den gerade in der Nahansicht gesehen haben, aber boah, in seinem Gehirn geht noch gruseligere Dinge vor sich, glaube ich. Lecco mio, ey. Go tell Androdi, meine Damen und Herren, ey. Boah, Kerze. Gut. Ist das echt oder ist es nur zusammengebaut? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Kerze, ob. Okay, wir haben jetzt eine Kerze in der Hand. Okay. Jetzt erstmal still, weil ich schon wieder die Schnauze voll habe von der Atmosphäre. Die ist verdammt gut, aber auch verdammt... Ah! Verdammt panisch, wollte ich sagen. Und jetzt habe ich es. Es ist schon... Ihr werdet nicht ohne Ende aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Ja, das wollte ich auch sagen. Okay, Aufziehschlüssel. Wow. Okay, da läuft irgendeine Suppe raus. Ich will auch gar nicht wissen, was es ist. Ich muss irgendwie die Kerze anzünden. Happy fucking birthday, got a light. Okay, ich muss die anzünden und dann in die Kerze reinstecken. In die Torte. Was ist das? Passt nicht. Hier brauchen wir irgendwas anderes. Die Kerze wird auch nicht passen, nee. Ey, hau doch mal ab, du Krücken. Okay, wir müssen hier mit dem Ventil das Wasser abschalten. Jetzt habe ich es verstanden. Und vorher müssen wir aber... Was ist denn das hier? Okay, irgendeinen Code muss man hier eingeben. Den müssen wir irgendwie finden. Wenn ich die so reinstecke, passiert ja nichts. Das ist ja dann auch sinnlos. Ja, die Kerze brennt nicht. Das habe ich mir auch schon gedacht. Gibt's hier noch was anderes? Nee. Mann. Geht aus der Tür. Okay, müssen wir anscheinend was durchschneiden, weil das ist nur ein Seil oder sowas. Okay, irgendein Familienfoto von der Geburtstagsfeier. Hier. Ah, da ist das Ventilrad, das wir brauchen. Was ist denn das? Was ist denn das? Den Typen da am Stuhl können wir auch nicht mehr fragen, er sieht nicht mehr ganz so fit aus. Hier können... Ah. Jetzt können wir hier die Kerze anzünden. So. Schlagen. Wir können blocken, aber nicht angreifen. Gut, also das ist da rein das Versteckspiel wieder hier. Wie komme ich an dieser Dusche vorbei mit dieser Kerze? Das ist das Hauptproblem, was ich habe. Können wir nicht drücken. Ich brauche ja gar nicht mehr dahin gehen, weil da kommt das Wasser und das war's dann. Ach, hier ist noch was. Was ist denn das jetzt? Oh. Okay. Passt nicht. Anscheinend einen Finger oder sowas muss man da reinstecken. Vielleicht den Finger aus der Demo. Toilettenspülung. Okay, die kommt nach oben, die ist verstopft. Aber irgendwas ist da drin. Echt widerlich. Uah. Mann, das ist eklig. Was ist das? Verschmutztes Fernrohr. Okay, ich schaue es mir mal im Inventar an. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Okay. Kann man das da reinstecken? Passt nicht. Okay, das war jetzt dämlich von mir, aber es ist doch irgendwo... Wo war denn das? Mann, das hier war das, ne? Das würde nichts nützen. Ich habe jetzt hier keine Lust, die ganze Folge hier rumzueiern. So weit waren wir ja schon. Wenn ich den aufziehe, was passiert denn dann? macht denn der dann? Also ich muss denen irgendwas geben und dann schreibt der anscheinend mit dem Finger irgendwas auf den Tisch, was ich dann sehen muss. Also so würde ich jetzt die Handbewegung deuten. Was ist denn das? Ballons. Sonst nix. Da muss ich hin. Hier muss ich irgendwas machen, aber was? Wenn ich wüsste, was das ist. Das würde nichts nützen. Muss ich irgendwas angucken? Die Atmosphäre ist wieder zum Schneiden hier. Wenn gerade gar nichts los ist. Hier hinter dem Vorhang ist auch nichts. So dreckig die Vorhänge, dass sie schon steif geworden sind anscheinend. Ich weiß es nicht. Na raus hier, Lucas, hör auf mit deinen Scheiße hier. Wenn ich jetzt da ankomme, dann ist doch wieder die Kerze aus. Muss ich da durchrennen? Rennen war so, genau. Gut. Und... ja, schade. Wenn ich bloß den Code hätte. Was ist denn das? Er hängt da, eine Flasche oder sowas und der tote Mann. Es gibt aber viel zu viele Eigenschaften hier. Also da muss ich, brauche ich ihn direkt den Code, anders bringt es ja nichts. Ich habe irgendwas übersehen, Leute. Ah! Jetzt sehe ich es erst. Das ist so ein der Sensenmann. Haben wir hier noch irgendwelche Gemälde an der Wand? Also den Sensenmann haben wir. Ey! Sensenmann. Dreimal der Sensenmann, das wäre ja auch Blödsinn. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Ich hänge hier fest, Leute. So einfach ist das. Ah! Warum bin ich denn nicht gleich drauf gekommen, ich Dödel? Ma! Wow! Ich habe keine Lust, die alle kaputt zu machen. Wow! Da passiert's schon. Noch ein Code. Ohne das Passwort würde es kaum gehen. Hinter der Tür vielleicht? Wow, wow, wow. Muss ich die alle kaputt machen? Party! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Oliver! Happy Birthday to you! And go tell Androdi. So, was ist hier noch? Ein Ballon. Ah, das ist irgendwas zum Aufpumpen da, dieses Rohr. Trotzdem erstmal Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Oliver. Ich bin Lucas und hau dir aufs Maul. Spaß beiseite, weiter geht's. Ein Glück, dass hier kein Gegner ist, ey. Sonst hätte ich mich schon längst wieder in die Hosen gemacht und ich wäre nicht zum Spaßen aufgelegt. So, hier, ran mit dem Ballon. Oh. Lauter Nägel oder was? I. Au. Ah. Okay, das ist für die Clownspuppe. Hat der den voll ins Geschlecht gedrückt oder was? Oh. Der arme Charakter. Ich nehme mal an, das ist Oliver. Armer Oliver. Schöne Geburtstagsfeier hast du. So, gut. Die Puppe war hier vorne. Okay. Bin mal gespannt, was er uns offenbart. Oh! Au! Au! Loser! Loser ist das Passwort. Alter Verwalter, die Folge hat's schon wieder in sich, Leute. Okay, gehen wir mal Loser ein hier. Na 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 na. Unvergessliche Geburtstagsfeier, Leute. Gut. Luft holen, Panik vertuschen und durch die Tür gehen. Okay, da ist das Ventilrad. Damit können wir jetzt dieses verdammte Wasser abstellen und dann können wir mit der Kerze die Torte anmachen. Boah, das Loch in der Hand tut schon beim Hinsehen weh. So. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Wow! War jetzt hier irgendwas? Wow. Er verbrennt uns bei lebendigem Leib, oder was? Ich kann weg. Scheiße, wo muss ich denn hin? Weg hier. Scheiße! Scheiße! Wo muss ich denn hin? Oh nein, ich hab's verkackt. Das ist nicht der Sinn der Sache, glaube ich. Doch. Oder? Happy Birthday! Ist dieser Mensch krank, oder was? Wir werden absolute Rache nehmen, Leute. Boah, alter Verwalter. Ja. Also die Ladezeiten, Leute, mein lieber Mando. Also wir haben jetzt in Erfahrung gebracht, dass Lucas, das haben wir auch schon vorher schon denken können, völlig krank in der Birne ist. Hat einfach mal den Oliver angezündet und das auch noch an seinem Geburtstag. Also, boah. Nicht schlecht. Ich glaube, der Lucas hatte Geburtstag, oder? Das war doch Lucas seine Geburtstagsfeier, oder? Und nicht von Oliver. Oder? Irgendwo hat man das ja gelesen gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich werde jetzt erstmal speichern. Und wir sehen uns danach wieder. So, da bin ich wieder, Leute. Und wir wollten uns jetzt mit den Schlangenschlüsseln die restlichen Türen aufmachen. Und wir könnten eigentlich, wenn wir gut zielen, die beiden im Hauptanwesen rumrennenden Kopien von Mr. und Mrs. Baker töten. Also die schwarzen Raucherlungen da. Okay, kommt mal her hier. Wo sind sie? Wir wollten uns noch die die Schlangenschlüsseltüren angucken, deswegen will ich jetzt ja am besten aus dem Weg haben. Geladen ist. Okay, die kommen die andere Treppe runtergelaufen. Oh, jetzt muss ich nur richtig zielen, dann wird's was werden. Okay. Der eine ist tot, der andere noch nicht. Scheiße, die haben mich versetzt. Oh, ab. Oh, 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 oh. Boah, warum ist das hier so scheiße dunkel? Also 5 Schuss habe ich noch. Da muss ja wohl einer jetzt sitzen hier. Verdammt. Jetzt. Und? Gut, haben wir geschafft. Jetzt können wir uns bequem das Schlafzimmer der Eltern angucken. Ich hoffe, da ist jetzt nicht hier so viel Kacke. Oh Mann. Was haben wir hier eigentlich? Hier noch mehr Football. Okay, wer ist das? Das ist doch das kleine Mädchen, was uns da im alten Haus beobachtet hat. Evelyn. 2. Mai 2014. Okay. Gut. Dann würde ich vorschlagen, nachdem wir hier in diesen Schrank reingeguckt haben, kann man den aufmachen? Ist da irgendwas drin? Nee. Gehen wir mal in das Schlafzimmer der Eltern. Wer weiß, was dahinter so ist. Nicht du schon wieder, Krücken alle, ey, Mann. Die Rollstuhl-Katrin ist wieder am Start, ey, Mann, Mann, Mann. Na gut, ist ja auch ihr Zimmer, steht ja da. Schlafzimmer der Eltern, also da brauchen wir uns jetzt auch nicht wundern. Was ist denn mit der? Die regt sich nicht. Ich habe immer Angst, wenn ich ihr den Rücken zuwende, dass sie aufsteht hinter uns. Okay, das ist anscheinend... April 1980, Jack tritt dem Madrins bei. Okay, das ist von Mr. Baker anscheinend, von früheren Tagen. Kraut, habe ich nicht genug Platz. Wir behalten es mal im Hinterkopf. Was ist hier drin? Dietrich noch, cool. Das Maden oder was? Du bleibst schön da sitzen, Kollegin. Pistolmunition. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie machen wir das jetzt? Scheiße, ich kann ja nichts wegschmeißen. Ich kann doch nicht irgendwie flüssige Chemikalie wegpflanzen. Aber ich muss. Tut mir leid, Leute. Ja. Und dann nehmen wir die Pflanze von hier auf. Und bereiten dafür als Ausgleich so eine coole Chemik-Heilung her. So. So, jetzt nachladen. Wer weiß, was hier auf uns lauert. Gut. Noch was in dem Raum? Da hinten ist eine Uhr. Okay, da kann man eine Uhr einstellen, müssen wir uns auch merken. Oh, ich muss mir so einiges merken. Ich versag doch schon wieder kläglich mit meinem idiotischen Gedächtnis. Was ist denn das? Irgendwas ist da in der Tür. Nee, war doch nix. Die haben nicht genug Platz. Es ist ein Graus, diese Nachricht. Ein Schatzfoto. Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Was ist hier drin? Ah, jetzt kann ich noch mehr. Gut. Schatzfoto, jetzt kann ich es aufnehmen. Okay, das ist... ein Kopf irgendwo gewesen. War das in diesem Raum hier? War die Tür zu? Nochmal anschauen. Ne, das ist nicht in dem Raum hier, das ist irgendwo anders. Das ist, glaube ich, oben im Dachgeschoss, oder? Das Rätsel im Schlafzimmer der Eltern lösen. Okay. Wie ein Plan für eine Waffe aus. Main House. Toilette. Krähenschlüssel und dahinter ist die Pistole. Gut. Irgendwie so ein Wegweiser gewesen. Baut kann man jetzt aufnehmen. Beruhigt. Aber welche Uhrzeit ich eingeben muss, das weiß ich bisher noch nicht. Ach, hier ist noch was. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay, wie spät ist es denn bei den anderen, bei allen anderen Uhren? Haben wir noch irgendwelche? Irgendwo im Haus muss eine Uhr sein. Nachgeladen ist. War unten eine Uhr? Ah, das hatten wir schon. Hier war irgendwo doch eine Uhr, wo man... Hier war das Essen. Wo war denn die Uhr? Die war doch in dem Raum hier, oder? Ne, hier war sie nicht. Oh! Irgendwas rennt hier! Scheiße! Au! Du Brückensau! Au! Au! Oh, gerade so! Wie viel sind denn das hier? Haut ab, ey! Boah, wie spät ist es? Es ist 10:15 Uhr, weg! Weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Rennen. Hoch. 10:15 Uhr. Nein. Die hockt noch geschmeidig. Und Zeit eingeben. Okay. Wow, 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 jetzt sind wir hier unten eingesperrt, oder was? Nein! Scheiße. Mit 7 Schuss. Okay, in der Folge erleben wir richtig was. Oh, ist das dunkel. Mach das Licht an. Oh, oh mein Gott. Jawohl. Zugangskarte rot. Hier ist sie. Jawohl, wir haben sie. Aber okay, Leute, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Wir haben richtig viel erlebt, muss ich sagen. Also, wir haben dieses erste Spielchen von Lucas erfolgreich bestanden oder auch nicht. Wir sind ja eigentlich verbrannt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn der Sache war. Ist ja auch egal, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir die zweite Zugangskarte gefunden. Wir kommen hier von einem Gruselraum in den anderen. Die Rollstuhl-Katrin ist hinter uns her. Ist überall da, wo wir hinwollen. Keine Ahnung, was mit der auf sich hat, aber das wird sich bestimmt in den nächsten Folgen dann aufklären. Genauso werden wir Zoe und Mia so langsam mal auf die Schliche kommen. Sprich, befreien von diesem kranken Lucas. Wir haben ja gesehen, wie krank er ist. Ja, also es gibt noch allerhand zu tun. Wir haben allerhand erlebt. Also, es geht hier hoch her. Bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Caligula Zockt. Macht's gut.